Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich beschäftige mich heute mit der MX Master 3. Eins vorweg, die MX Master 3 ist nichts für Gamer, da sie keinen optischen Sensor verwendet. Ich habe sie jetzt schon seit Mitte Januar und sie hat meinen Workflow definitiv verändert. Besonders cool finde ich das Mausrad, mit dem man bis zu 1000 Zeilen pro Sekunde scrollen kann. Das ist wohl das erste Mal, dass ich sagen kann, Scrollen mit einer Maus macht wirklich Spaß. Die Maus liegt nicht nur gut in der Hand, sondern bietet auch einige Funktionen, durch die ich mein altes Setup komplett umstellen konnte. Was ich genau verändert habe und ob es sich lohnt, so viel Geld für eine Maus auszugeben, das erfahrt ihr hier im Video. Viel Spaß! Hier haben wir die MX Master 3 Maus von Logitech. In der Verpackung befindet sich zum einen die Maus, ein Kabel, USB-A zu USB-C, beziehungsweise das normale USB, wie wir es kennen, und ein Receiver. Durch eine Minute Ladezeit kann die Maus 3 Stunden genutzt werden. Im Normalfall lädt man die natürlich einmalig voll und dann hält sie 70 Tage. Die Maus kann entweder über Bluetooth oder mit Hilfe von diesem kleinen Receiver mit dem Computer verbunden werden. Die MX Master 3 ist in 2 Farben erhältlich. Einmal in Mittelgrau. Wer hat sich bitte den Namen ausgedacht? Ah, okay. Auf Englisch heißt es Mid-Grey. Das hört sich natürlich auch sehr viel cooler an als Mittelgrau. Naja, wie auch immer. Und in Graphit. Ich habe hier übrigens die Graphit-Version. Jetzt kommen wir mal zur Maus. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl, wenn die Hand auf der Maus liegt. Wie ihr hier sehen könnt, hat die Oberfläche hier diese Wellenform. Dadurch entsteht für die Hand ein zusätzlicher Halt. Wenn wir mal einen Blick unter die Maus werfen, dann finden wir hier einen Ein- und Ausschalter sowie den Knopf, mit dem man zwischen 3 verschiedenen Devices switchen kann, ohne die Maus jedes Mal neu mit einem Computer verbinden zu müssen. Als nächstes schauen wir uns mal die Knöpfe und Räder oberhalb der Maus an. Für den Daumen gibt es mehrere Möglichkeiten, mit dem Interface des Computers zu interagieren. Auf der linken Seite, direkt oberhalb des Daumens, gibt es 2 Vor- und Zurückknöpfe. Direkt darüber befindet sich das Daumenrad. Unterhalb ist die etwas versteckte Gestentaste. 2019 hat Logitech sein neues Mausrad vorgestellt, das sogenannte Max Speed Rad. Mit Hilfe von Elektromagneten lässt sich damit präzise scrollen. Es gibt 2 Einstellungsmöglichkeiten über die Moduswechseltaste direkt über dem Mausrad. Einmal kann die Maus im Freilauf scrollen und die 2. Möglichkeit ist das zeilenweise Scrollen. Übt man beim zeilenweise Scrollen mehr Druck auf das Mausrad aus, wechselt das automatisch in den Freilauf. Wenn man das Mausrad stoppt, merkt man einen Widerstand. Das Gefühl ist ziemlich belohnt. Die Maus kann bis zu 1000 Zeilen pro Sekunde scrollen. Das ist wirklich krass. Besonders angenehm finde ich, dass das Mausrad extrem leise ist. Ich habe hier mal versucht, die Geräusche aufzunehmen, die von der Maus so verursacht werden. Wenn dich das interessiert, einfach mal zuhören. Das Feedback der rechten und linken Maustaste ist angenehm, obwohl man einen gewissen Druck auf die Tasten ausüben muss, um sie zu betätigen. Neben dem Daumenrad befindet sich die gut sichtbare Anzeige der Lade-LED. Wie auch bei der Logitech MX Keys Tastatur pulsiert die LED angenehm beim Ladevorgang. Wenn ihr euch mein Review zu MX Keys anschauen möchtet, klickt einfach oben auf den Link. Schaut man in die Software, wird einem dort der Ladestand der Batterie angezeigt. Jedoch in 3 Balken und nicht in Prozent, aber vielleicht wird das ja noch angepasst. Die MX Master 3 hat einen USB-C-Anschluss und hält ca. 70 Tage nach einer vollen Aufladung. Bedenkt mal den Funktionsumfang der Maus und daran, dass sie auch wireless ist, ist das schon ganz schön beachtlich. Kommen wir mal zur Software, die die Maus erst zu dem macht, was sie ist. Hier kann man sich für seine Maus verschiedene Nutzerprofile mit unterschiedlichen Tastenfunktionen erstellen. Nach der Installation sucht das Programm automatisch nach bereits installierten Programmen und gibt einem die Möglichkeit, bereits voreingestellte Einstellungen zu installieren. In diesem Fall haben wir zum Beispiel Photoshop, Premiere oder auch Microsoft Word.
Wenn ich jetzt hier mal Photoshop öffne, kann ich beispielsweise die Größe des Pinsels über das Daumenrad einstellen oder ein Vorgang kann durch die Vor- und Zurück-Taste der Maus rückgängig gemacht werden, ohne eine Tastenkombination auf der Tastatur nutzen zu müssen. Diese Redo- und Undo-Funktion ist für mich übrigens die hilfreichste Funktion. Ist einfach toll, dass man seinen Workflow so anpassen kann. Am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, dass sich mein Setup durch die neue Maus verändert hat. Früher stand mein MacBook direkt neben meiner Tastatur, damit ich für bestimmte Gesten auf das Trackpad zurückgreifen kann. Eine Funktion, die ich eigentlich immer nutze, ist die Mission Control, bei der ich zwischen den verschiedenen Fenstern springe. Mit meiner alten Maus und Tastatur war das nicht so einfach. Durch die MX Master 3 muss ich einfach nur auf die Gestentaste drücken, um die Funktionen zu nutzen. Das gleiche Problem hatte ich mit dem Wechseln zwischen meinen Schreibtischen. Heute kann ich einfach die Gestentaste drücken und die Maus nach rechts oder links bewegen, um zwischen ihnen zu wechseln. Einfach richtig gut. Für die Abtastung nutzt die MX Master 3 den Dark Field 4000 dpi Sensor, der es ermöglicht, die Maus auch auf Glasoberflächen zu nutzen. Die Software ist sehr einfach, aber bietet alles, was man braucht. Mit ein paar Klicks kann man die Maus genau seinen Bedürfnissen anpassen. Wie auch die MX Keys bietet die Maus die Easy Switch Funktion. Hierbei können mehrere Geräte gleichzeitig genutzt werden. Die Maus bietet viele Funktionen, die einem die Arbeit am Schreibtisch wirklich vereinfacht. Sie bietet eine lange Akkulaufzeit und liegt angenehm in der Hand. Auf die Frage, ob die Maus ihr Geld wert ist oder nicht, kann ich für mich persönlich beantworten, ja, sie ist es wert. Aber ich glaube, das muss jeder mit sich selber ausmachen, ob man die Funktion in dem Umfang nutzt oder nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt jetzt eine gute Vorstellung davon, was die Maus kann und was die Maus nicht kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, irgendwo hier. Und wenn du mehr von solchen Videos sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.